Vielen Dank, Rotom. Gut, dann wollen wir hier mal rein. So. Hi. Ah, wenn ein Pokémon Charme einsetzt, sinkt mein Angriffswert sofort in den Keller. Ich löchere diese hübsche Dame hier gerade mit Fragen über die Alola-Region. Okay, und das gibst du so einfach so offen zu. Aber warum nicht? Da haben wir einen Herrschaftssticker gesehen. Willkommen. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Du erzählst der Tänzerin von dem Brief und der Herzschuppe in der Flasche am Strand. Wow, nicht zu fassen. Du hast den Brief echt gefunden. Das haut mich um. Entschuldige meinen Gefühlsausbruch, aber ich war gerade echt ein bisschen baff. Moin, Trissri. Den Brief habe ich nämlich geschrieben, als ich noch ein Kind war. Ja, so klang der auch. Du musst wissen, dass es früher einen recht beliebten Aberglauben gab. Wenn man einen Brief an sein zukünftiges Ich schreibt, ihn zusammen mit etwas Kostbarem in eine Flasche steckt und diese ins Meer wirft, geht ein Herzenswunsch in Erfüllung. Aha. Und jetzt, da mein Kindheitstraum wahr geworden ist, erreicht mich dieser Brief. Tut mir leid, aber da kommen mir die Tränen. Haha, vielen, vielen Dank. Hier, die Herzschuppe kannst du übrigens behalten. Ihr wisst, bringt sie dir auch Glück. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ein blaues Sachenkantei, blau wie die weite See. Blau, genau wie deine Augen, die im Traum ich oft noch sehe. Hier im Hotel Meeresrauschen traf ich dich und du trafst mich. Weißt du noch die Luminion, wie sie tanzten in den Wogen? Weißt du noch die roten Wangen, als wir lachten frei von Sorgen? Drum buche schnell und sei unser Gast, und wir befreien dich von jeder Alltagslast. Yo. Tolle Reime und so. Fahren wir mal kurz nach oben. Weil, warum nicht? Zweite Stock. Hi. Hier im Hotel Meeresrauschen sorgen wir dafür, dass alle unsere Gäste es so bequem wie nur irgend möglich haben. Das ist schön. Dieses Corazon ist bei uns im Hotel der Star. Es kann seine Attacke Dornkanone so geschickt einsetzen, dass sie keine Schmerzen verursacht, sondern zur entspannenden Massage wird. Akupunktur, Mensch. Hallo. Drehen wir uns mal nach rechts. Genau. So, dann drehen wir uns nach links. Yay. Dann gucken wir es an. Und dann machen wir Kuckuck. Kuckuck. Ist das nicht total toll? Ja, bestimmt. Tschüss, Kurasson. Okay. So, was haben wir hier? Einen Belieber. Na Mensch. Oh Gott. Ja, schon wieder. Aha. Ein Heilfehler. Wollte sich die hier verstecken. Fantastisch. Einfach fantastisch. Alola überrascht mich immer wieder aufs Neue. Vertraut ein Trainer seinem Pokémon auch in extremen Situationen, wird es seiner wahren Stärke freien Lauf lassen, so wie es jedem Trainer gelang, den ich einst traf. Ich bin zum Schluss gekommen, dass sich diese Naluna in gestellter Z-Attacken äußert. Jedem unsichtbaren Band, das zwischen Mensch und Pokémon besteht, verleihen sie eine sichtbare Gestalt. Der Z-Kraftring und die Z-Kristalle. Mit Hilfe der unbekannten Energie, die in ihnen wohnt, können wir die Tür zu neuen Welten aufstoßen. Ja, danke. Tschüss. Alter, so ein Freak. Hallo. Ich will nur mal gucken, ob es hier irgendwas abzustauben gibt. Gibt was abzureißen, nämlich so ein Sticker. Ja. Ei. Eigentlich betreibe ich ein Schmuckgeschäft. Doch derzeit genieße ich hier einfach nur meinen Urlaub in vollen Zügen. Zu meiner Arbeit gehört es, seltene Steine zu erwerben. Relaxonium Z. Mionium Z.
Marschadonium Z. Bringst du mir ein Pokémon vorbei, das mit seinem Namen Part für einen der genannten Z-Kristalle gestanden hat, dann überlasse ich dir den jeweiligen Kristall. Oh, cool. Das Piepen ging auch nur ganz Moment. Rollenspiellogik. Da liegt was rum, das ist jetzt meins. Würde mich mal interessieren, ob es einen Zusammenhang zwischen Diebstahl und RPG-Releases gibt. Das Piepen ging nur ganz dezent auf die Nerven. Was für ein Piepen. Egal. Ich weiß nichts von dem Piepen-Cell, aber hallo, schön, dass du da bist. So. Okay. Achso, bei Akromas. Ja. Ja. Bluebella, Bluebella. Niemand davon zehn, so ist es vom Schicksal bestimmt. Du wurdest aus dem Zimmer gedrängt. In deiner Hand befindet sich eine Sinelbeere, wo die bloß herkommt. Geht das nochmal? Ah, jetzt sind sie weg. Na gut, wenigstens komme ich an das Tafelwasser jetzt ran. Auch wenn es nur ein Tafelwasser ist. Und an diese Flinkfeder. Tja. Ah, ansonsten ist hier nichts weiter. Okay. So. Hier vielleicht noch ein Sticker. Ich brauche noch einen Sticker. Dann habe ich die 20 für das Manguspector. Tja, wie finde ich denn jetzt die anderen? Du siehst jung und spritzig genug aus. Würdest du mir helfen? Ja. Danke, dass du mir zuhörst. Es ist so, dass ich mich heute mit ein paar ehemaligen Klassenkameraden zum 30-jährigen Treffen in Kanto City einfinden wollte. Für den Magnum-Opi? Was? Aber das Gebäude, in dem wir uns das letzte Mal getroffen haben, ist spurlos verschwunden. Naja, immerhin ist das schon 30 Jahre her. Da ist sowas wohl zu erwarten. Könntest du einem alten Mann einen Gefallen tun und meine drei Freunde in Kansas City finden? Sag ihnen einfach, dass ich hier auf sie warte. Ja, wird schon. Und hier ist wirklich nichts weiter. Nee. Okay. Dann nicht. Dann geht's wieder runter. Dong. Opa, deine Freunde sind alle tot. Genau. So schaut's nämlich Klaus. So, hier sehe ich jetzt gerade keinen Sticker mehr. Los geht's. Heute steht die Farm in der Nähe von Ohana auf meinem Sightseeing-Programm. Na dann, viel Spaß. In deinem Beutel scheint Platz für alles zu sein. Wenn ich du wäre, würde ich einfach selbst in den Beutel hüpfen und darauf warten, dass mich jemand auf eine Reise nimmt. Das wäre doch mal eine Idee. Hey, das ist doch ein Rotom-Pokédex. Sowas sieht man nicht alle Tage. Wenn man damit die Habitate eines Pokémon abruft und die Zoom-Funktion der Karte nutzt, erfährt man jede Menge hilfreiche Dinge, oder? Oh, du bist es, Riku. Auf dem Weg hierher kamen mir einige Mitglieder von Team Skull entgegen, also habe ich einen Umweg gemacht, um keinen Ärger zu bekommen. Leider konnte ich deswegen meine Verabredung nicht mehr einhalten. Egal, nun bin ich ja hier. Du warst auf dem Weg zur nächsten Prüfung, nicht wahr, Riku? Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass die nächstgelegene Prüfungsstätte hinter Route 4 zu finden ist. Okay. Hallo. Willkommen im Buttermeeresrauschen. Kann ich dir irgendwie behilflich sein?
Du weißt den Besitzer des Hotels in das Dilemma des Hotelpark. Was? Wir petzen? Du liebe Güte, mit solchen Gedanken plagt sich der arme Mann also herum. Dürfte ich dich als reisenden Trainer um einen Gefallen bitten? Sollte sich zufälligerweise ein Magmar in deinem Team befinden, könntest du es dann bitte dem Hotelpagen zeigen. Ein Magma, okay. Wie viele Spielstunden? Lass mich mal überlegen. Ich meine, wir sehen es ja, wenn ich hier gespeichert habe. Also 9 Stunden 14. Davon müssen wir aber etwa 20 Minuten abziehen, also knappe 9 Stunden. So. Okay, dem sollen wir also ein Magma zeigen. Ja, gut. Das wird so nix. Auch mehr Sticker. Ja, ich weiß, du lässt mich nicht durch. Bla bla bla. Ja, super. Du konntest aber auch sämtliche Textboxen einfach skippen. Ja, da die Aufnahme hier von dem Stream auf YouTube landet, dann ist nicht. So. Sobald sich unsere Blicke treffen, bin ich zur Stelle. Dafür musst du nicht mal klingeln. Aha. Na gut, wenn du das sagst. Und Kuru, wie gesagt, ne, wegen deinen 900 Encounter und still kein Shiny. 1024. Ist mein aktueller Tipp. Oh, Imantis. Käfer beißen wir zu Tode. Sag ich ja. Bitte, nur dass ich jetzt kein Trinkgeld kriege. Ich muss sogar mein eigenes Geld rausrücken. Mist. Jo. Tja. Schon doof so, ne? Schon blöd. Naja. Haben wir hier unten noch irgendwas? Jo. Einen Superball. Okay. Hier lassen. Ich will das jemand fotografieren. Wo ist hier ein Fotospot? Hallo, Radfratz. Wenn du 2024 nicht kommt, hast du mich. Das ist jetzt doof. Aber ich sag mal, ich kann damit leben. Oh, schmeiß mal doch mal einen Ball auf das Radfatz. Sehr gut. Meins. Meins, meins, meins. Yay, ich hab's schon wieder nicht vorgelesen. Mann. Egal. Dann ist das halt so. Pff. Ein Minipilz, dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Hey, na? Sich schlängelnde Wege bergen oft geheime Orte, die man nur allzu leicht übersieht. Das stimmt. Leider. Oh, hey. Sicherlich ein Agumon, richtig. Kuru züchtet gerade ein Shiny Agumon. Nein, Quatsch. Resettet sich ein Shiny Agumon. Mhm. Du kannst mich den Sammler nennen. Warum? Weil ich gerne Pokémon sammle. Ach was. Mensch. Das ist ja eine Überraschung. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ein Mampfaxo. Mach mal keine Faxen hier.
Du mampf nicht so rum. Okay. Eigentlich egal. Funkensprung. Ehrlich jetzt, Eigentler, warum? Warum machst du sowas? Arsch. Käferbiss. Falls das Mamfax so irgendeine Biere trägt. Nee, schade. Naja. Dann eben nicht. Dann eben nicht. Noch eine Amnesie, warum auch nicht? So, weg damit. Weg mit dem Vieh. Kindwurm. Boah, echt jetzt. Na gut. Marikek, mach du das mal. Säuselstimme. Säusel mal ein wenig rum. Dankeschön. Sehr gut. Jetzt habe ich meine Sammlung wohl um eine Niederlage ergänzt. Das hast du wohl, ja. Tut mir auch irgendwie ein bisschen leid. Eigentlich nicht. Oh, hey, ein Beleber. Bla bla. Will ich mal Bula vorne lassen? Eigentlich will ich ja meine Pokémon gleichmäßig trainieren. Was hast du verpasst? Keine Ahnung, Shadow. Moment. Ich schätze mal den Kampf gegen Dexio. Und sonst ein Gesanggelaber. So. Okay. Hi. Bei der Auswahl meiner Reiseziele lasse ich meine Apps entscheiden. Deine Apps. Okay. Mach halt. Jedem das seine. Shinichi. Shinichi Kudo? Oder so? Naja. Ein Standardradfatz. Okay. Dann friss mal meine Konfusion. Energiefokus mag mir nicht so unbedingt gefallen. Wobei, gleich ist das Viech weg. Dann passt das. Dann passt das wieder. So, tschüss. Mist. Ich drücke manchmal zu schnell auf A. Naja. Passiert. Was soll's. Hey, na? Selbst im Urlaub fühle ich mich völlig verloren. Ich wünsche mir einen Freund, finde aber keinen. Oh, der Ärmste. Schnüff. Schnief, schnüff. Urlauberin Melody. Eine Mauzi. Auch in Standardform. So, Mauzi hat das Problem, die... Aua. Spezialverteidigung ist deutlich höher als die von, Raffratz. Das könnte knapp ein Two-Hit werden. Gucken wir doch mal. Warum kritisierst du jetzt?
Mist. Ich glaube aber, ich überlege noch einen normalen Hit. Denke ich. Ja, gut. Hui. Knappe Kiste, aber hat funktioniert. Und auch das Besiegen hat funktioniert. Yes. Yes, sir. Selbst im Kampf fühle ich mich völlig verloren. Ich suche nach einem Weg zum Sieg, finde aber keinen. Oh. Yo. Mach mal da dein Selfie zu Ende. Okay. Die Gegend hier ist neu. So viele Pikachu. Pikachu-Tal. Okay. Wie Pikachu und ich heißen dich im Pikachu-Tal herzlich willkommen. Hier ein Geschenk als Andenken an deinen ersten Besuch. Natürlich im Pikachu-Design. Ich kann nun das dicke Element Pikachu benutzen. Na Mensch. Damit kannst du deinen Fotos und im Bilderalbum das Flair des Pikachu-Tals verpassen. Sehr gut. Oder so. Willst du dich am Pikachu-Quiz versuchen und herausfinden, ob du eine Pikachu-Expertin bist? Okay. Machen wir doch mal. Ich stelle dir insgesamt 5 Fragen. Gib dein Bestes und beantworte sie alle richtig. Und nun kommen wir ohne weitere Umschweife zu Frage Nummer 1. An welchem Körperteil erkennt man bei Pikachu, ob es sich um ein weibliches oder um ein männliches Exemplar handelt? Am Schweif natürlich. Frage Nummer 2. Wie nennt man den Teil von Pikachus Wangen, in den es Elektrizität speichert? Das sind die Backentaschen. Frage Nummer 3. Was wird benötigt, um ein Pikachu zu einem Raichu zu entwickeln? Das ist ein Donnerstein. Frage Nummer 4. Wie unterscheidet sich ein schillerndes Pikachu von einem herkömmlichen Exemplar? Die sind dunkler. Kommen wir nun zur letzten Quizfrage. Pikachus Vorstufe in der Entwicklungsreihe ist ja bekanntlich Pichu. Aber was ist der Name von Pichus Entdecker? Es müsste Professor Lind gewesen sein. So, damit wäre das Quiz auch schon beendet. Kommen wir nun zur Ergebnisverkündung. Die Spannung steigt. Trommelwirbel. Von 5 Fragen hast du 5 korrekt beantwortet. Alles richtig, mein lieber Scholli. Du bist ja geradezu eine wandelnde Pikachu-Enzyklopädie. Das ist die Belohnung dafür, dass du erstmals alle Fragen korrekt beantwortet hast. Pikachu-Shirt und eine Pikachu-Kappe. Versuch dich ruhig mal wieder am Pikachu-Quiz. Okay. Pika? Yo. Und natürlich finden wir hier noch einen Magnet. Pikachu. Hallo, Pikachu. Ich glaube, ich kann da nicht rein. Nee. Immer wenn wir zu nahe kommen, läuft ein Pikachu raus. Okay. Willkommen im Pikachu-Tal. Wie kann ich dir helfen? Was ist das Pikachu-Tal? Hier im Pikachu-Tal tummeln sich die unterschiedlichsten Pikachu. Eines von ihnen hat es sogar zum Filmstar gebracht. Gerüchten zufolge ist es derzeit auf Urlaub im Hanohano-Resort und lässt dort ein wenig die Seele baumeln. Aha. Wie viele Pikachu gibt's hier? Zusätzlich zu den anderen sind bisher 3 Pikachu aus dem Wohnwagen ins Freie gestürmt. Frage mich ernsthaft, wie viele Pikachu wohl in diesen Wohnwagen passen. Tja. Gucken wir doch mal. Pikachu! 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 Okay, lassen wir das. Ich denke, dass hier tatsächlich, dass hier tatsächlich einfach alles sehr, sehr Pikachu-lastig ist, da in dem Wohnwagen. Ne? Das kann dauern. Ja, richtig.
Okay. Nochmal. Mehr ist nicht? Nee. Okay, dann verabschieden wir uns. Tschüss, Pikachu.